Hallo! Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind Anja und Ilan. Im heutigen Video geht es mal wieder um den Tiny House Transport. Ja, dieser steht immer noch bevor. Wie lang, wie breit, wie hoch, wie schwer sind wir? Welche Gefahren lauern da draußen im Straßenverkehr? Wie können wir uns bestmöglichst vorbereiten, damit uns nichts passiert? Und natürlich auch anderen Beteiligten. Und welches Zugfahrzeug kommt in Frage? Beziehungsweise wie können wir uns für das passende Zugfahrzeug entscheiden? Das alles gibt es jetzt. Damit wir unser Haus überhaupt im Straßenverkehr bewegen dürfen, brauchen wir den entsprechenden Führerschein. In dem Fall einen BE-Führerschein, der es dann erlaubt, bis 3,5 Tonnen ziehen zu dürfen. Natürlich auch mit entsprechendem Zugfahrzeug, dazu dann später mehr. Die Ausgangssituation in unserem Fall ist, dass wir ein 8,25 Meter langes Haus fahren plus Deichsel. Wir am höchsten Punkt etwa 4 Meter hoch sein werden und zu Beginn, wenn wir unser Tiny House jetzt Anfang Juli abholen werden, etwa 2,6 Tonnen wiegen. Später, wenn wir auch planen, unser Haus regelmäßiger zu bewegen, rechnen wir auch mit den 3,5 Tonnen, werden also höchstwahrscheinlich auch ans Limit gehen. Unser Tiny House erfüllt leider nicht die perfekt aerodynamischen Voraussetzungen, um im Straßenverkehr möglichst schnell viel Wind abzuleiten oder entsprechend Sprit zu sparen. Es ist eine fahrende Wand. Ja, wir haben da jetzt nicht besonders auf Rundungen geachtet. Vielleicht kann man im Nachhinein da noch ein bisschen rumtricksen. Und wir beide haben natürlich noch keine Fahrpraxis, was das Anhängerfahren anbetrifft oder auch das Tiny House fahren. Gut, die Erfahrung muss man sammeln, da fängt jeder einmal an. Wir könnten ja beispielsweise von der Straße abkommen oder müssten einem Hindernis ausweichen. Oder wir kümmern uns ja noch um den Innenausbau und da müssen wir schon akribisch darauf achten, dass die Gewichtsverteilung auch passt. Dass wir aber auch das passende Zugfahrzeug haben, sei es der Radabstand, sei es die Dimensionierung oder das Gewicht, aber dazu kommen wir gleich noch, oder ganz einfach nur eine Windböe. Wir haben nun mal 4 Meter am höchsten Punkt und diese können dazu führen, dass wenn uns ein LKW mal überholt, dass wir in einen derartigen Windsog geraten, kommen wir auch gleich zur Geschwindigkeit, dass wir uns ganz klar an diese auch halten, wir uns gegebenenfalls irgendwann selbst überschätzen oder müde werden, dass wir nicht Rast machen rechtzeitig. All diese Dinge führen schlimmstenfalls dann auch noch zum Schlingern unseres Fahrzeugs bzw. unseres Hauses und könnte auch dazu führen, dass das Haus kippt. Samt Zugfahrzeug. Es sind ja auch jetzt schon Tiny Houses auf der Autobahn umgekippt. Also diese Fälle sind ja schon in der Tat eingetreten. Das Erste, woran wir gedacht haben, ist die optimale Lastenverteilung auf dem Anhänger selbst. Darauf müssen wir jetzt auch beim Innenausbau, der uns bevorsteht, besonders achten, dass das einigermaßen passt. Denn grundsätzlich, so haben wir es zumindest in der Fahrschule jetzt gelernt, sollte die Stützlast, also das Gewicht, welches dann auf die Kugelkopfkupplung des Autos drückt, etwa 4% des Anhängergewichts haben. Auch nicht weniger und auch nicht zu viel. Welche Auswirkungen das hat, wenn man beispielsweise hinten am Anhänger zu viel Gewicht hat, sieht man super nochmal in dem Video, welches wir euch in den Kommentaren unten anpinnen. Wir hätten es gerne eingebettet hier im Video, waren uns aber aus rechtlichen Gründen nicht sicher, ob man das so einfach machen kann. Schaut euch das unbedingt an. Es hat uns gezeigt, wie wichtig die Lastenverteilung ist für die Kontrolle des Anhängers. Dass wir nicht unterschätzen, was für eine Länge wir da mit uns ziehen. Der Anhänger in der Fahrschule ist jetzt deutlich kleiner als das Tiny House, welches wir jetzt fahren. Und das Risiko möchten wir einfach nicht eingehen, beziehungsweise guten Gewissens dann auch fahren können. Das Schwierigste für uns aktuell ist, ein passendes Zugfahrzeug zu finden, welches bis 3,5 Tonnen auch problemlos ziehen kann, vom Gewicht keine zu große Differenz hat, also welches relativ schwer ist vom Eigengewicht. Wir haben gerade in amerikanischen Magazinen auch herausgefunden, dass man gerade ab 6 Meter bis 8 oder 9 Meter lange Häuser wirklich so Heavy-Duty-Fahrzeuge brauchen. Wir blenden auch ein paar Beispiele noch parallel ein, haben diese Modelle allerdings jetzt auf dem deutschen Markt noch nicht zur Miete gefunden. Auch da haben wir keine Erfahrung. Wir wissen nur von einigen Listen, beispielsweise vom ADAC. Das werden wir euch natürlich auch nochmal unten in die Infobox packen. Genau, Dietmar hat im Tiny House Forum jetzt auch einen neuen Artikel nochmal veröffentlicht, wo auch die PDF entsprechend mit allen Zugfahrzeugen ist, die bis 3,5 Tonnen ziehen können. Auch mit weiteren Infos, worauf man noch eventuell achten muss, bei einer Aufrüstung, bei der zugelassenen Stützlast. Also
ja, also nur nach Autos zu schauen, die das ziehen können, ist es nicht getan. Der Transport läuft nur so geschmeidig ab, wie das Zugfahrzeug in der Lage ist, das Haus zu ziehen. Und je größer und schwerer das Zugfahrzeug, desto besser und geschmeidiger die Fahrt. Die letzte Info, die wir auch noch gefunden haben, welche bei der Auswahl des Zugfahrzeuges helfen könnte, ist gegebenenfalls die Entscheidung für eine Automatik. Wir sind ja meistens das Schaltwagenfahren gewohnt. Allerdings kann das, wenn man viel rangiert, das Tiny House rückwärts einparkt, Berge rauf und runter fährt, die Kupplung ganz schön belasten. Mhm. Und ja, da haben wir zumindest die Info gefunden, dass in diesen Fällen die Wahl für einen Automatikwagen statt Schaltwagen von Nutzen sein könnte. Bis dann der Tiny House Transport regelmäßiger stattfinden soll, müssen wir uns gegebenenfalls dann einfach ein Auto mieten. Dass das nicht immer das Optimale sein kann, muss uns bewusst sein. Wir hoffen, dass bis dahin sich noch einiges auf dem Markt bewegt, dass wir vielleicht auch ein Portal gefunden haben, welches diese Heavy-Duty-Fahrzeuge zur Miete anbietet. Wie gesagt, wenn ihr dort eine Info habt, dann packt uns das gerne in die Kommentare. Lasst uns einen Daumen da und schaltet nächste Woche wieder ein. Und abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Natürlich, das auch. Tschüss. Tschüss.